Das ist die Regionalliga Nord auf Sport Total. St. Pauli gewohnt in den braunen Trikots von links nach rechts, also, und Lübeck genauso gewohnt in grün von rechts nach links. Los geht's. Den FC St. Pauli. Flanke kommt. Und ja, da ist schon der erste Abschluss für den VfB Lübeck. Hat die Situation richtig eingeschätzt. Jetzt mal Lübeck über Boland auf Daube. Der Ball kommt in die Mitte, segelt einmal durch. Und dann liegt da einer. Da kommt er auch schon und nächste Situation für Lübeck. Wieder nicht drin, nochmal ein Abschluss. Drei Schüsse also gespielt und fügt sich hier in seinen ersten Partien gut an. Jetzt schöne Aktion da von Elias Saad, bekommt den Ball zurück, aber verzieht. Verzieht den Ball da etwas. Und weiter geht's. Lübeck nicht ganz wach. St. Pauli macht das da schnell. Flanke kommt. Saad ist das. Schöne Ball an und Mitnahme. Und kann ihn da nicht an den Mann bringen. In die Mitte. Robo jetzt hier von Knebel hilft da auch mal hinten. Und der lange Ball wird von Müller ersprintet und er versucht es mal mit dem Heber und das war nun wirklich knapp. Dicke, dicke Möglichkeit durch Götze-Serin. Kommt rein und das ist das 1:0 für den VfB Lübeck. Florian Egerer mit dem 1:0. Kriegt den noch Müller. Versucht's nochmal mit der Flanke. Keine gute Abwehr, Elias Saad. Immer noch Saad, mal mit dem Abschluss und was für ein Ding! Elias Saad, wer sonst? 1:1, Ausgleichstreffer. Klasse gemacht von Elias Saad. Enge Ballführung und dann in den Innenpfosten schüttelt er selbst. Schön jetzt mal gespielt von Trinkut auf Götze-Sidin. Pulido. Trinkut mit der scharfen Flanke. Und Hauptmann ist da. Ein Treffer hat er in dieser Spielzeit bislang erzielen können. Vielleicht kommt ja hier noch der nächste. Und da ist das 2:1 für St. Pauli. Natürlich aus einer Standardsituation. Aus dem Spiel ging ja nun fast gar nichts mehr bei beiden Mannschaften. Und hier jetzt die Führung für den Außenseiter. Durch die Nummer 13, Franz Rogo, schraubt sich da hoch. 81. Spielminute, das heißt 2:1. Alle sind sie jetzt vorne, Hauptmann kommt nicht dran. Und das war's. FC St. Pauli 2 gewinnt gegen den VfB Lübeck mit 2:1. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier, was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.